Hallo und herzlich willkommen bei meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Erinnert ihr euch noch an folgende Worte? Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr, es gibt nur noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltraum. Man siedelt auf fremden Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eines dieser Raumschiffe ist die Orion, winziger Teil eines gigantischen Sicherheitssystems, das die Erde vor Bedrohungen aus dem All schützt. Begleiten wir die Orion und ihre Besatzung bei einem ihrer Patrouillendienste am Rande der Unendlichkeit. Also, die Älteren unter euch und die Fans von Science Fiction wissen genau, was ich meine. Es ist Raumschiff Orion. Und ich habe mir mal wieder diese Serie angeschaut. Und ja, eigentlich bin ich ein Fan dieser Serie. Aber ich habe als Kind das im Fernsehen gesehen und war total begeistert. Das war Science Fiction pur. Ich war natürlich ein schon klassischer Trekkie, habe Roddenberrys positive Eigenschaften gesehen und kam dann eben mit der 1966 in Schwarz-Weiß gedrehten Raumpatrouille Orion ein bisschen ins Nachdenken. Während die Trekkies ja eher positiv waren, war Raumpatrouille deutsch, sehr militaristisch. Ich habe gelesen, in den 60er, 70er Jahren wurde die Serie dann auch sogar faschistoid genannt. So weit würde ich nicht gehen, aber es sind schon ganz, ganz klare, heftige Bezüge. Und was hat mich erinnert? Ich habe euch jetzt mal was mitgebracht von Raumpatrouille Orion. Ich habe euch hier mal mitgebracht die Laserdisc von Astro. Alle sieben Teile, es gab ja sieben Teile in Schwarz-Weiß, in einer Auflage von 250 Stück. Die musste ich haben. Es sind natürlich entsprechend acht Seiten drauf. Es sind ja, alle sieben Teile, acht Seiten. Ach, die letzte Seite ist eine Trailer-Vorschau von Astro, die natürlich richtig üble, schlechte Filme hatten. Ja, und ich habe mir wieder mal diese Laserdisc angeschaut. Ich habe auch noch die DVD-Sammlung im Keller. Es gibt im Moment, warum verstehe ich, glaube ich, gar nicht, eine Blu-ray-Version gibt es gar nicht. Also braucht man eigentlich eine Blu-ray-Version dieses Raumschiff Orions. Und Raumschiff Orion hat mich fasziniert. Und es wurden Sachen angedeutet, natürlich Humor, dieses Bügeleisen, ja, der Spitzer, mit dem man quasi steuert. Aber es gab natürlich auch wunderbare Visionen der Zukunft. Hier mit der Apple Watch quasi, die der Commander, ja, Cliff Alistair MacLean, Dietmar Schönherr, großer Mann, um den Arm trug und um das Handgelenk trug und mit dem man Verbindungen aufnehmen konnte. War sehr weit vorausgedacht. Sehr, sehr nett fand ich aber auch immer die Lochstreifen-Navigation. Man musste den Kurs programmieren und dann kam ein Lochstreifen raus und dann wusste man, wo man hinfliegt. Das ist natürlich Computertechnik der damaligen Zeit. Ja, militaristisch, faschistoid. Ich habe mich sehr stark an Star Wars erinnert. George Lucas muss wohl auch diese Folgen gesehen haben oder was davon, weil die imperialen Generäle haben diese schwarzen Uniformen. Und ich habe im Grunde, ja, Peter Cushing gesehen, aber in einer deutschen Version. Tarkin als ja, Gouverneur des Todessterns war hier der große, große General, der dieses ganze Sternenzeugs befehligt hatte. Ich fand die Lichtwerfer als Kind toll. Ich fand Overkill als, boah, als Waffe interessant, hat mir gefallen. Also es war ein FaceTime, wurde im Grunde vorausgesagt. Also ein, ich glaube, Visio-Übertragungsteil, Fernseher. Boah, super. Ich habe euch noch was mitgebracht. Es gab auch damals eine Romanserie. Ich habe hier mal einen Teil meiner Romane aus dem Keller geholt. Das ist welche Version eigentlich? Nummer 34, Mann 34, Orion. So sah das Ding aus. Es gab, ich glaube, 70, 80 verschiedene Sachen. Nicht toll geschrieben. Es war Hans Kneifel, also im Grunde das Team von Perry Rhodan hat halt da die Romane geschrieben. Es gab ja sieben Filme, aber es gab etliche Romane. Das ist hier einer meiner Serie oder einer meiner Romane aus dem Archiv. Ja, also, aber kein tolles Ding.
Was toll ist, und das kann ich absolut jedem empfehlen, ist dieses Buch von Josef Hilger, Traumpatrouille, vom was ist das? Schwarzkopf und Schwarzkopf, oder? Ja, Schwarzkopf, Schwarzkopf Verlag. Das ist das Buch schlechthin zum Thema Rauscheuphorie. Und da ist alles, aber auch alles, 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 alles drin. Und das muss man lesen. Das ist, ja, das ist das für Fans. Es gibt nichts, was es hier nicht gibt. Also, boah, muss man haben. Ja, ich habe mir jetzt, wie gesagt, die Folgen, alle 7 Folgen angeschaut, so ein Marathon. Und dann gab es die Folge, ich glaube, jetzt muss ich gucken, welche das war, der Kampf um die Sonne. Nummer 5. Die, muss ich sagen, die ist mir eigentlich übel aufgestoßen. Da ja, gibt es einen Planeten, der von Frauen beherrscht wird. Die Männer machen niedriger Arbeiten und die Frauen entscheiden. Und Dietmar Schönherr, MacLean, Alistair MacLean, Cliff Alistair MacLean, ist völlig entsetzt über, Zitat, Weiberkolonie. Amazonenzirkus. Also da muss ich sagen, Freunde, 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 das war vielleicht humorvoll gedacht, aber es war aber auch ein Menschenbild der 60er Jahre, kann ich mir vorstellen. Ich war damals ein kleines Kind, ich bin gerade erst geboren gewesen, kann ich nicht sagen, aber was ich aus den Erzählungen meiner Verwandtschaft so höre, war da schon sehr, sehr viel Chauvinismus drin. Das war bei Star Trek nicht so stark. Da war natürlich Captain Kirk, William Shatner als Chauvin natürlich auch da, aber es war in einer anderen Form. Es war nicht in dieser absoluten Version. Und ich habe mir eine Sache in der Folge 5 eben rausgesucht. Da stand drin, auf Kronos, so heißt dieser Planet, oder Krona, bestimmen die Frauen, was völlig, völlig unmöglich war. Also da muss man sagen, da ist natürlich diese Folge, dieses Raumschiff Orion, ziemlich, ziemlich veraltet. Und das kann ich mir vorstellen, dass das ein Kritikpunkt war in den 60er, 70er Jahren und auch heute. Das geht eigentlich heute überhaupt nicht mehr. Zu guter Letzt will ich euch aber was zeigen vom Raumschiff Orion, was ich liebe und was zeitlos ist, nämlich die Musik von Peter Thomas. Peter Thomas ist leider, leider 2020 verstorben und ich habe hier eine sehr, sehr seltene Aufnahme, also die Aufnahme ist nicht so selten, aber die Ausgabe ist selten, nämlich eine 500er Auflage mit Originalautogramm. 2013 hat das unterschrieben, Peter Thomas, und es ist 23 Minuten mehr Sound drauf, ist hier ist die Rückseite, ich halte es mal näher hin, in einem schönen Gold. Es ist hier zum Aufklappen, es ist ein Booklet dabei, also wirklich toll. Ich habe im Keller irgendwo auch noch die Single, ich finde sie aber nicht. Aber Single höre ich nicht mehr, aber die CD höre ich. Und was mich eigentlich wirklich, wirklich fasziniert hat und was ja mich auch Zeit meines Lebens begleitet hat, war dieser Countdown, 10, 9, 8 und so weiter. Diese Computerstimme, die am Anfang kommt, die habe ich bei meiner Lieblingsbands Kraftwerk wiedergehört. Und ich hoffe, oder ich denke mir, dass die Kraftwerk-Leute auch inspiriert waren durch Raumpatrouille Orion. Wenn nicht, sage ich mal, war es so, weil das ist für mich sowas von toll. Und Peter Thomas, ein ganz, ganz großer, leider verstorben. Es gibt ja ganz wenige deutsche, wirklich große, große Komponisten. Peter Thomas war es, Rolf Wilhelm war es, Böttcher war es, ja, und jetzt ist Peter Thomas auch mal weg. Also, ich wünsche was, vielleicht seid ihr ja auch Fans der Raumpatrouille Orion. Viel Spaß, tschüss und gebt mir ein Like.